Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Hannovers Manager Hans-Dieter Schmidt übernahm nach dem unfreiwilligen Abschied von Trainer und Co-Trainer das Fußballlehreramt. Doch seine Mannschaft in Rot begann eher ängstlich bis zur 25. Minute. Es folgte der erste vielversprechende Angriff. Patrick Grün und das 0:1. 22 Jahre ist er alt und vom VfL Marburg nach Hannover gekommen. Duisburg übrigens ohne Wölk, Bremser und Nothoff, somit ohne drei Leistungsträger. Und Hannover 1:0 in Führung. Drei Minuten später, Duisburg weiterhin stark, verloren nicht den Faden. Jula Hajjan. Seine Flanke auf Ferenc Schmidt. Und es steht 1:1 nach 28 Minuten. Und der fünfte Saisontreffer von Schmidt war einer der kuriosen Sorte. Hier sehen wir noch einmal, wie er den Ball ins Netz stolpert. Das war es dann auch schon im ersten Durchgang. 1:1 zur Halbzeit, passend dazu der Halbmond. Auch nach dem Wechsel spielte in erster Linie Duisburg. Hannover versuchte zu reagieren. Ewald Lienen, wie immer, sehr fleißig, mit viel Laufarbeit. Und Michael Tönjes ist da, das 2:1. 75 Minuten gespielt. Duisburg führt. Eine Kombination fast wie im Eishockey. Schnell und direkt. Michael Tönjes 12. Saisontor. Zwei Minuten danach. Wieder Michael Tönjes. Und hier zeigt er, dass er nicht nur Tore schießen kann. Die Vorarbeit. Und wieder Ferenc Schmidt, sein zweiter Treffer. Das 3:1 für den MSV. Das Ergebnis entsprach bis dahin absolut dem Spielverlauf. Hannover hatte in der zweiten Hälfte noch nicht einmal aufs Tor geschossen. Und der wohl effektivste Sturm der zweiten Liga schlug erneut zu, die 82. Minute. Tönjes als Vorbereiter und Ferenc Schmidt mit seinem dritten Treffer als Torschütze zum 4:1. Sein siebter in der laufenden Saison. Insgesamt hat das Paar Tönjes-Schmidt schon 19 Tore erzielt. Da kommt nicht einmal Hannovers gesamte Elf mit. Der Name Schmidt stand heute für Erfolg im Duisburger Fall und für Misserfolg bei Hannover. Denn Hans-Dieter Schmidts Premiere als Trainer misslang. Auch wenn Patrick Grün hier in der Schlussminute noch auf 4:2 verkürzen kann. 4:2 gewinnt Duisburg. Die alten Duisburger im Durchschnitt 29 Jahre, lassen die jungen Hannoveraner im Durchschnitt 23.